wunderbaren neuen Ausgabe von Remaster. Wieder mal mit Fabian und ja, wieder mal mit Random Tedeki, ohne zu wissen, was es überhaupt sein könnte. Ja, und ihr seht, verrückte Scheiße kommt dabei raus. Lemurzin. Ich bin ein Lemurenäffchen. Und werde verfolgt von einer Schildkröte auf einer Rakete. Eine Polizeischildkröte, die mich abschießen möchte. Und sammle auf dem Weg Fastfood und Eis ein. Also, und Erdbeeren sogar. Und die Schildkröte hat mich erwischt. Shit. Ich kann weder nach vorne nach hinten fliegen, ich kann nur nach oben und unten mit meinem Helikopterhelm. Also, wenn ich nicht wüsste, dass Ugg das beste Spiel mit einem Hubschrauber ist, dann würde ich sagen, Lemurzin ist es. Oh man, ey, das ist ja Wahnsinn. Das wirkt auch wie so ein bisschen wie Europa damals, diese Spiele, die es da gab. Und natürlich ohne die verrückte Schildkröte. Also, das ist ja der absolute Hammer. Ich bin ein Lemurenäffchen mit Hubschrauberhut und werde verfolgt von einer Polizistenschildkröte, die auf einer Rakete fliegt und einen Panzer aus Kevlar womöglich auch noch trägt. Oh, jetzt gibt's auch Bomben. Die erwischt mich auch glatt, also... Ach, 15 Burger muss ich einsammeln, der Rest ist scheinbar nur Beiwerk. Vermehrt es auch. Nee, doch nicht. Die Burger werden für alles gezählt. Erdbeere zählt sogar auch. Ich hätte im Spiel sogar zugetraut, dass es Abzüge gibt, wenn man Obst sammelt, aber nee. Okay, jetzt brauche ich noch zwei Stück. Ach so, und aber am Ende muss ich auch noch kommen. Ja gut. Also, das ist der Wahnsinn. Nein! Und da hat sie mich. Da hat sie mich tatsächlich. Ist das schwer hier, also wirklich nicht so einfach, wie es aussieht, aber ich bin auch ein bisschen geschockt von dem Spiel. Nein, das war ein Anfängerfehler, also wirklich. Okay, wunderbar. Also eine Freude, dieses Spiel. Ich finde dieses Erzählen ist einfach der Hammer. Ah, wenn ich kein wirklicher Tierfreund wäre und auch auf Tierschutz Wert legen würde, würde ich mir sofort an die Murenäffchen zulegen, um ihn mit einem Hubschrauberhelm durch mein Zimmer fliegen zu lassen. Beziehungsweise durch meine Wohnung. Das wäre der Wahnsinn, das wäre der Wahnsinn. Also wirklich. Natürlich, das fliegende Fastfood, da weiß ich noch nicht, wie ich mir das dann besorgen sollte, aber das ist der Wahnsinn. Also wer sich dieses Spiel ausgedacht hat, ja, der ist ein grandioser Meisterentwickler. Die Perle der Spielerindustrie, die ich hier entdeckt habe. Und ich bin nicht im Ziel. Oh mein Gott, direkt voll im Ziel bin ich abgestürzt. Werde ich es schaffen? Diese Schildkröte sitzt mir aber auch im Nacken. Also, das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich der Wahnsinn, dass ich für dieses Spiel auch noch Geld bezahlt habe. Das ist noch verrückter. Okay, meine 15 Fastfoods. Nein, hab ich. Ey, ich bin zu blöd fürs erste Level. Ich hoffe, das Spiel hat mehr als ein Level, ansonsten wäre ich echt traurig. Aber ich weiß es wirklich nicht. Das ist gemein. Ah, das Gemeine ist auch, dass er echt erst schießt. Ja, also, aber ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet. Scheinbar habe ich so viele Getränkebecher gesammelt. Okay, wunderbar. Jawohl. Okay, 8 habe ich. 9 habe ich. Es ist der Wahnsinn, es ist der helle Wahnsinn. Jetzt kommen die Bomben wieder, die machen mir echt zu schaffen. Ah, okay, der schießt auch sogar Sachen ab, wenn er die trifft. Na, ey, wie kann ich denn jetzt in diese Bombe kommen lassen? Ach man, ich hasse Schildkröten. Ich hasse Schildkröten in Polizeiuniform. Mit einer Knarre, wenn sie auf einer Rakete fliegen.
Also bitte. Aber ich liebe mein Äffchen. Also. Okay. Ich bin gleich knapp über der Hälfte. Aber das heißt nichts. Man kann im letzten Moment scheitern, wie man eben gesehen hat. Ah, okay. Ey, komm schon. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann raste ich aus. Wow, der Burger. Nein, ich flieg da rein, weil ich so gierig auf diese Burger war. Das ist doch nicht zu glauben. Will ich es jemals schaffen? Oh, ich werde heute Nacht träumen von dieser Schildkröte. Das ist so grauenhaft. Also wirklich. Was für ein verrücktes Spiel. Wenn mir jemand erzählt hat, dass es das Spiel gibt, ich hätte ihn wahrscheinlich ausgedacht und es ihm nicht geglaubt, aber... Das ist das Gute an Random CD-Key. Man, ja... wirklich Spiele vorgesetzt, die man niemals im Leben gekauft hätte. Oh, ich habe noch eine Errungenschaft freigeschaltet. Cool Collector, okay. Geiler Scheiß, geiler Scheiß. Ey, und jetzt das Ende. Finally, bitte. Ja! First Steps! First Steps, wollt ihr mich verarschen? Ich habe meine Erdbeere verdient. Nice, good work. Ach, dass ich das noch erleben darf. Es ist der Wahnsinn. Oh Gott, und jetzt muss ich die Ad-Food finden. Das heißt, ach so, es ist alles die Ad-Food. Ja gut, das ist wunderbar. Amerikanisch ist die Ad-Food also. Okay. Ich dachte schon, ich darf jetzt nur die Erdbeeren oder Rosinen rausklicken, aber nein. Oh, tricky, tricky. Jetzt fliegen die Pappbecher auch noch falsch rum. Also, in diesem Universum möchte ich auch gerne leben. Und auch im Hintergrund, völlig random, irgendwie fliegt man durch den Dschungel. Na gut, wahrscheinlich, wo der Lemur dann herkommt. Aber was macht die gottverdammte Schildkröte hier und warum ist sie bewaffnet und trägt eine Uniform? Also, das erschließt sich mir absolut gar nicht. Und warum bin ich so schlecht in diesem simplen Spiel? Meine Fresse. Oh mein Gott, ey. Wenn ich das meiner Mama erzähle. Oh Gott, ja. Diese Schildkröte, die schafft mich, also. Tauchen. Ich lieg's aber auch drauf an, ne? Ein bisschen. Ah, wieder zu schnell und in die Bombe. Ach nein. Hilfe. Hilfe. Ich will keine Schildkröten. Come on. Okay, ich flieg jetzt ein bisschen risikoarmer. Dafür umso kalorienreicher. Eis, 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 Baby. Ach was. Ich raste hier noch völlig aus. Also wenn ich das 2-Level schaffe, dann bin ich schon völlig zufrieden und werde die Episode direkt beenden. Also, mach meine Pumpe sonst nicht mit. Das ganze Essen. Und dann noch die ganze Aufregung mit der Schildkröte im Nacken. Also. Wie soll das einen Lemur überstehen? Also wirklich. Dass hier affengerechte Haltung ist? Komm. Das ist hier wirklich, aber in der B-Note, finde ich, habe ich auf jeden Fall Punkte verdient. Also wie ich hier an meinem Helikopterhelm hänge. Das ist der Wahnsinn, also. Oh, wenn ich irgendwann in den Urwald kommen sollte, dann werde ich auf jeden Fall nach den Lemuren mit dem Hubschrauberhelm fragen. Komisch angestarrt werde ich auf dieses Spiel verweisen. Also, hier lernt man auch noch was. Ah, Zwickmühle. Na, die Affen sind wirklich, ja, sind wirklich klug. Hat er sich da seine Hubschrauber gebaut. Ach man, und schon wieder die Bombe. Also so langsam bin ich völlig gar hier von diesem Spiel. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Ah, ist das eine Freude. Ach komm, das kann doch nicht sein. Also das ist ja jetzt richtig peinlich hier. Das darfst du eigentlich keinem zeigen, aber ich stelle es natürlich ins Internet. Beste Einstellung.
Aber ja, was soll man machen, ne? Ah, der reagiert aber auch manchmal ein bisschen schwer. Ich drück einmal und der fliegt so ein bisschen weiter. Nicht nur antippen. Das kann doch nicht sein, ey. Das ist doch echt wahrscheinlich das absolute Kinderspiel hier eigentlich. Aber entweder das ist doch schwer oder ich bin einfach richtig blöd gerade. Oder einfach so geflasht von der ganzen Materie. Ah, und der... Ah, das kann doch nicht sein. Jetzt aber hier einmal mit Vernunft, ey, wenn... Ach, ein Göttchen, Alter. Ja, hier Dennis, ne, wenn du mal einen richtigen Shooter erleben willst. Spiel das Spiel hier, verdammt. Die Murzin. Ah, oh, Le Merzin, whatever. Fuck that shit. Oh Gott. Totally fail, also ich glaube, das ist der schlimmste Tag in meinem Leben. Komm, 6 brauche ich noch jetzt, aber mir mit kühlem Kopf und also wirklich. Oh, das war haarscharf. Oh, ich bin weiter als eben, glaube ich. Ah, meine Fresse, ist das schön hier. Damit viel Liebe für Detail ist hier ausgearbeitet, das ganze Spiel. Ich kann auch nicht irgendwie nach vorne oder so. Kann ich irgendwelche Moves machen eigentlich mit irgendwelchen Tasten? Ich glaub's ja nicht. Oh, außer wieder in diese gottverdammte Bombe fliegen, also. Unfassbar. Also, das ist ja noch schlimmer als bei oben. Ist das zum Verrücktwerden? Ist das zum Verrücktwerden? Ja, komm. Okay, ich bin wieder relativ weit. Jetzt kommen oben die 3 Bomben. Ich hab's doch da an. Komm schon, wie ich das jetzt versaue. Ah! Komm, lass mich doch im Frieden. Scheiß Schildkröte, ich hasse dich. Bis aus Blut, ey. Ich werde morgen erstmal direkt in den Zoo fahren und 3 bis 4 Schildkröten meucheln. Also, nein, natürlich nicht, aber... Gott. Okay. Sofortiges Importverbot für jegliche Art von Schildkröten, also... Ich habe noch nicht mal einen Waffenschein mit Sicherheit. Oh Gott, und ob die eine Polizeimarke hat, wage ich auch zu bezweifeln. Mann, das ist doch zum Mäusemelken oder zum Affenmelken, ey. Es ist... Ich mache mich im wahrsten Sinne hier zum Affen, also... Diese Schildkröte. Das wird mich noch lange verfolgen, dieses Spiel. Es ist nicht wahr. Ich muss die Episode gleich beenden. Ob im Guten oder im Schlechten. Lange halte ich das nicht mehr durch, also wirklich. Keiner gesagt, dass es leicht wird, aber dass es so affig wird. Gott. Okay, ich hab gleich die Hälfte. Positiv denken, positiv denken. Ja, die 3 Bomben, jetzt kommen die 3. Ah, raus. Schwinde. Nein, sie schießt wieder. Oh Gott. Ja, ich hab sie genutzt. Ja. Ja, soll... Nein! Ah, ich hasse dieses Spiel, aber es ist fast irgendwie ganz geil. Mein Gott. Okay. Das war perfekt. Okay, mit schnellen Bewegungen kann man ihn vielleicht in der... Ja, es klappt. Oh Mann! Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben, Fabian. Alles wird gut. Oh, ich liebe Affen. Ich liebe Lemuren. Mein Lieblingsaffen. Oh mein Gott. Ich würde den Affen weder Flugschein noch Hubschrauberlizenz. Ja. Also die Rakete ist bestimmt auch nicht TÜV geprüft. Das ist doch unglaublich hier. Da kommen doch diese ganzen Bomben und die Erdbeeren. Also macht alles überhaupt keinen Sinn. Wo bin ich hier gelandet? Ach komm, ich sollte jetzt einfach drauf scheißen, dieses Kack-Fastfood einzusammeln. Hauptsache, ich werde nicht erschossen von dem hässlichen Schildkröten-Officer. Gott.
Gott, ich habe eine Errungenschaft freigeschalten. Okay, das beruhigt mich ein bisschen. So, jetzt zeige ich das kurz weiter. Ja, da ist die Ziellinie. Ich hab's geschafft. The game started. Halt die Fresse. So mich verarschen. Du Kack. Also wirklich. Ja, ne? Also ihr seht, das Spiel macht eine große Freude. Wenn man mal ein bisschen entspannen will, so zwischendurch im Büro oder so. Ideal. Ja, ich bin raus und lass die Finger von dieser Scheiße. Weil das schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn ich wieder die Murzin spiele. Viel Freude. Bis dann. Ciao. Ich gehe jetzt erstmal einen Affen erhängen.